Herzlich willkommen, liebe Modell- und Eisenbahnfreunde, zu einer neuen Ausgabe von Freitalk. Wobei, heute möchte ich mal ganz besonders die Eisenbahnfreunde ansprechen, denn das hat einen ganz besonderen Grund. Ich habe nämlich einen Gesprächsgast heute Ihnen anzubieten. Und wenn ich sage, ein Zug für Mitteldeutschland, dann wissen die meisten schon Bescheid. Es ist Mario Lieb, der Geschäftsführer dieses, sage ich mal, großartigen, wunderbaren Projektes. Ja, und um dieses Projekt haben sich ja auch in der Vergangenheit immer wieder etwas Mythen und irgendwelche Geschichten gerankt. Damit wollen wir heute mal ein bisschen aufräumen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und Mario wird so freundlich sein und uns mal informieren, was alles in der letzten Zeit passiert ist. Und da ist, glaube ich, ganz viel passiert, denn eigentlich sollte der Zug ja jetzt bereits rollen. Hallo Mario, ich grüße dich. Ja, hallo und erstmal auch einen schönen guten Tag von mir. Die Arbeiten am Zug sind, wie zu erwarten war, nicht planmäßig abgeschlossen worden. Wir sind circa ein Jahr in Bauverzug. Das hat verschiedene Gründe, von Zulieferern über Personalengpässe und auch die eine oder andere kleine technische Problemchen, das es zu lösen gilt. Aber insgesamt können wir sagen, wir sind auf einem guten Weg. Es ist ja in den Medien dargestellt worden, dass aktuell 4 der 6 Fahrzeuge lackiert sind. Davon sind 3 im Wesentlichen jetzt mit dem Innenausbau abgeschlossen. Der 2. Maschinenwagen wird demnächst in Halberstadt aktiv in den Innenausbau gehen. Ich werde morgen mir den aktuellen Sachstand ansehen können. Und das 2. Maschinendrehgestell ist dann die Aufgabe für Mittwoch. Da sind wir mit unserem Inbetriebnahmeverantwortlichen zur Abnahme des 2. Maschinendrehgestells in Neustrelitz. Also die Großkomponenten sind dann so für den Zug, für die Grundeinheit komplett fertig. Und wir können und hoffen, dass wir zum Jahresende zumindest mit einem Halbzug, also dem VTA und dem Speisewagen, in ein Rollout gehen können. Na, das sind ja erstmal ganz, ganz gute Nachrichten, lieber Mario. Das klingt ja wirklich super. Bleiben wir aber noch einmal bei den Problemen. Da kam ja ein Problem auf euch drauf zu, mit dem überhaupt keiner gerechnet hat, am wenigsten du. Nämlich euer Unterstand, eure Halle, wo der Zug eingestellt war. Ja, da gab es aber wohl ein Problem. Ja, unser Vermieter hat ein Bauwerksgutachten in Auftrag gegeben. Da gab es dann Probleme mit den Dachkonstruktionen. Und infolgedessen wurde uns zum Jahresende die Nutzung der Halle gekündigt. Das stellt uns vor eine vollkommen neue Herausforderung, dass wir also für den Zug ab Anfang nächsten Jahres eine neue Abstellmöglichkeit suchen mussten. Wir haben mehr als 30 verschiedene Standorte in Sachsen geprüft. Und am Ende sind wir aktuell mit 3 Standorten in die weitere Verhandlung gegangen. Und ich kann berichten, dass ich vor einer Stunde aus Radebeul Ost von der Arrivi Pharma zurückgekommen bin. Dort werden wir gemeinschaftlich mit verschiedenen Partnern den Baugrund vorbereiten, mit der DB, unseren Lehrlingen, ein Stückchen Gleis ertüchtigen und dann an dieser Stelle in der Anschlussbahn eine neue Halle errichten, eine Leichtbauhalle mit 150 Metern Länge, wo der Zug dann witterungs- und vandalismusgeschützt abgestellt werden kann. Das sind, glaube ich, die glücklichsten und schönsten Nachrichten. Ja, die ganze Sache kostet geschätzt 300.000 Euro. Seit einigen Wochen, Monaten, anderthalb Monaten läuft die Aktion Alles unter Dach und Fach, wo wir versuchen, einen Großteil dieser Mittel durch Spenden zusätzlich einzuwerben. Das ist also eine Maßnahme, die nicht förderfähig ist. Also die gehört nicht zu der Grundförderung des Zuges. Da müssen wir uns also selber Gedanken machen. Und ein Drittel der 300.000, knappes Drittel, konnten wir schon als Spendeneinnahmen verzeichnen. Und wir hoffen, dass es weiter so geht, dass wir die Halle und die notwendigen drumherum erforderlichen Arbeiten finanzieren können. Also möchte ich jetzt an dieser Stelle, sicherlich auch in deinem Namen, lieber Mario, alle Zuschauer nochmal oder an alle Zuschauer appellieren und bitten, helfen Sie mit, dass der Zug recht schnell auf die Bühne kommt, auf die Räder und auf die Schiene kommt und dass Mario Lieb mit seiner gesamten Mannschaft, dem man wirklich ganz hohes Lob zollen muss,
den Zug sicher entsprechend unterbringt. Und diese Spenden, die gebraucht werden, Sie haben ja gerade die Summe gehört, jede Mark zählt. Da kann man zum Beispiel, glaube Mario, einen Kalender kaufen, so war es, ne? Und irgendwelche anderen Merchandising-Artikel, die ebenfalls dann mit dazu helfen, denke ich mal, die an die Summe ranzukommen. Wie viel fehlt denn eigentlich noch? Na, von den 300.000 haben wir jetzt 96.000 eingeworben. Also es fehlen noch zwei Drittel, knapp 200.000. Wir wissen auch noch nicht die gesamten Kosten. Wie gesagt, wir haben heute die ersten Verträge für die Beräumung und für die Vorbereitung des Gleisbaus unterzeichnet. Aber ich möchte auch dort an dieser Stelle all denen danken, die gespendet haben, und auch all denen meinen Dank aussprechen, die uns mit Sachwerten, Schienen, Schwellen, Schotter unterstützt haben. Also ist die Bereitschaft, diesen Zug zu helfen und dem Projekt, die ist schon sehr groß, und da möchten wir allen, die uns unterstützen, auch unseren herzlichsten Dank sagen. Was ist denn dir eigentlich durch den... Ja, zu den Merchandising-Artikeln sind zwei wesentliche Sachen. Wieder unseren Jahreskalender für 2025. Da sind von den 555 Stück noch ungefähr 100 verfügbar. Also auch die Nachfrage sehr groß gewesen. Und was vielleicht für einen oder anderen noch sehr interessant ist, das Buch vom Eisenbahn-Kurierverlag über den Schnellverkehrszug, über die Schnellverkehrszüge und insbesondere auch über den VT 1816 gibt es bei uns über die GmbH in einer Sonderedition mit einem anderen Einband. Der Inhalt ist baugleich und der Preis durch die Buchpreisbindung ebenfalls. Aber es hat einen hübschen Einband, wo auch unser Projekt sich drauf verewigen durfte. So, und alle, die sich jetzt dafür interessieren, liebe Freunde, die entsprechenden Links zu dieser Seite, zu den Artikeln, finden Sie selbstverständlich in der Videobeschreibung. Habe ich auch jetzt gerade mal kurz eingeblendet. Das ist also ganz, ganz wichtig. Helfen Sie bitte um Gottes Willen mit, dass jetzt endlich so eine kleine Ruhe reinkommt ins Fahrwasser. Apropos Fahrwasser, lieber Mario, was ist denn dir durch den Kopf geschossen, als es hieß, du musst aus der Halle raus? Also ich möchte dich in deine Haut gesteckt haben, sagen wir mal so. Also wir hatten Ende letzten Jahres mehrere Gespräche mit dem Vermieter und wir hatten eigentlich die Hoffnung, dass wir bis einschließlich 2025 noch vor Ort bleiben können. Das wäre auch problemlos mit der Länge des Zuges vier- und fünfteilig realisierbar gewesen. Für uns ist das Hauptproblem die Unzeit. Also wir sind jetzt gerade in der heißen Phase der Inbetriebnahme der ersten halben Zugeinheit, und jetzt sich parallel zu den vielen Aufgaben, ob das eine Ersatzachse ist für die Laufdrehgestelle, ob das festgestellt wurde, dass jetzt noch zwei Radscheiben am Reservemaschinendrehgestell rissig sind. Also viele Dinge, die also einen riesengroßen Aufwand haben, weil das sind Einzelanfertigungen. Findet man heute mal eine Firma, die zwei Radscheiben produziert, sowohl im Schmieden als auch dann in der mechanischen Bearbeitung. Das sind alles Dinge, wo das ganze Thema mit der Halle, der Mietvertrag, die Entsorgung der dort vorhandenen, ich will jetzt nicht sagen Altlasten, aber der Haufwerke, der notwendige Gleisbau, das Material für den Gleisbau, und das alles auch zeitlich zu koordinieren. Am 11.11. soll mit dem Gleisbau begonnen werden, und dazu muss im Prinzip die Fläche vorbereitet werden. Es muss eine Vermessung gemacht werden, ein Baugrundgutachten gemacht werden. Viele Dinge, die man da organisieren muss, und zum Glück haben wir da Unterstützer, die uns da auch fachlich unterstützen, weil das ist nun auch gerade mit Hochbau nicht gerade das Geschäft von mir. Da habe ich überhaupt keine berufliche oder private Erfahrung. Das heißt also, man ist da auf Beratung und Hilfe angewiesen, und wir hoffen, dass wir alles das, was wir heute besprochen haben und in den letzten Wochen auch richtig gemacht haben, und dass wir am 11.11. mit dem Gleisbau beginnen können und zum Jahresende, Anfang nächsten Jahres, auf die geplante Fläche auch die Leichtbauhalle errichten lassen können. Das, glaube ich, verstehen alle, auch alle Eisenbahnfans, die lieber heute als morgen den Zug auf den Gleisen sehen würden.
dass hier natürlich dadurch, dass es diese Veränderung gegeben hat, auch die Verzögerung eingetreten ist. Aber ich glaube, wir haben alle ganz, ganz viel Geduld. Bewundern dich und deine Mannschaft, dass immer noch so viel Geduld vorhanden ist, diesen Zug wirklich auf die Gleise zu bringen und das ganze Projekt wirklich zu einem glücklichen Ende. Apropos glückliches Ende und Zug auf die Schiene, wann rechnest denn du, Pi mal Daumen, wann es denn soweit sein wird, ungefähr wann wir damit rechnen können? Die Frage wird immer gestellt, ob auf Messen oder bei sonstigen Treffen. Ich wäre froh, wenn wir, wie gesagt, dieses Jahr mit dem Halbzug ins Rennen gehen können. Also es ist ja neben der technischen Aufarbeitung des Zuges auch dort wieder Randprobleme, Probleme, Personal ausbilden zu können. Ja, wir sind ja hier nicht auf der Straße, wo jeder, der einen Führerschein hat, das Fahrzeug bedienen darf. Wir müssen also das Personal, Triebfahrzeugführer, Zugführer und Zugassistenten natürlich am Zug einweisen, darauf schulen. Und deshalb brauchen wir erstmal diesen halben Zug, damit man mal in die Fehlersuche gehen kann, damit die Triebfahrzeugführer das Funktionsweise dieses historischen Zuges am praktischen Beispiel sehen kann. Da reicht eben nicht bloß 50 Seiten Papier, sondern man muss eben mal gesehen haben, wo ist welcher Schütz, welches Relais, welche Sicherung, was hängt an diesen Systemen dann am Ende hinten dran. Und wenn man eine Störung hat, Störsuchplan, wie kann man die Störung dann beseitigen mit den Möglichkeiten, die einem auf dem Fahrzeug zur Verfügung stehen. Also das ist ein wichtiger Punkt und daran scheitert oder daran hängt natürlich am Ende neben der technischen Inbetriebnahme des zweiten Halbzuges, also der vielfältigen Grundeinheit, auch der Einsatz des Zuges ohne Personal. Habe ich zwar einen betriebsfähigen Zug, aber kann eben nicht auf die Strecke gehen und da ist das alles eine Zusammenhangskette, dass man eben das eine ohne das andere nicht machen kann und ohne das andere geht das eine, nämlich das Fahren, auch bloß nicht. Ja, das klingt wirklich nach sehr viel Arbeit und auch nach einer sehr vernünftigen Taktik, muss ich sagen. Denn wir wollen ja alle, dass der Zug sicher und schön durch unsere Lande rollt. Ich sag mal so, ich gebe mal eine Prognose. Nächstes Jahr im Sommer, Mario? Spätestens. Also das ist auch ein Problem. Unsere Fördermittel für die Bauphase 2 enden zum 31.12. Für die Bauphase 3, das ist insbesondere der Gesellschaftswagen, haben wir nochmal eine Verlängerung beantragt und gehen auch davon aus, dass die bis Ende drittes Quartal nächsten Jahres verlängert wird. Wir müssen fertig werden und auch unser Hauptdienstleister, die FIS, der wir auch an dieser Stelle nochmal herzlich danken wollen, gerade auch für die Möglichkeit, mit ehrenamtlichen Kräften in den Werkstätten der FIS mitzuarbeiten und die gesamten Großteil der Eigenleistung zu realisieren. Ja, auch die FIS hat natürlich ein großes Interesse, die Gleise dort frei zu bekommen, um andere Aufträge abwickeln zu können. Aber das leidige Problem der Fachkräfte ist eben auch dort ja zutage getreten, dass man also mit den wenigen Kräften entsprechend haushalten muss. Und da ist eben manchmal ein anderer Auftrag dringender als der SVT und wir müssen uns da hinten anstellen und betteln, drängeln und positive Argumente finden, dass man die Arbeiten, die am Zug nicht durch uns realisiert werden können, doch bitte in die entsprechende Sache priorisiert. Jetzt fehlt der fünfte Wagen mit der Lackierung und wie gesagt, der Gesellschaftswagen, einiges schon begonnen worden, aber da steckt noch viel Arbeit drin. Also ich glaube, Mario, wir haben alle verstanden, wo das Problem war, dass es noch viele Probleme zu lösen gibt. Und ich glaube auch im Namen der vielen Eisenbahnfreunde zu sprechen, dass wir euch ganz, ganz dolle alle Hufe drücken. Ich mache es auch jetzt hier vom Studio aus nochmal, dass dieser Zug wirklich bald auf die Schiene kommt. Es wird das Highlight sein, es wird der Zug für Mitteldeutschland sein. Es wird der Botschafter, wie du mal selbst gesagt hast, auf der Schiene sein. Und darauf freuen wir uns natürlich alle sehr. Können uns nur mehr als einmal bei dir und bei deiner Mannschaft bedanken, dass ihr so tapfer durchgehalten habt, dass ihr wirklich alles in Bewegung gesetzt habt. Und ich glaube, das ist auch heute bei unserem Gespräch nochmal deutlich geworden. Und dass ihr euch vor allen Dingen von Rückschlägen nicht klein kriegen lasst. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man in der Botschaft heute all unseren Zuschauern mitteilen kann, oder?
Ja, also es sind so viele große, also wir können sagen, mit Ausnahme des Reservemaschinendrehgestells sind sämtliche Großkomponenten aufgearbeitet worden. So viele Kleinigkeiten von der Drittstufenbeleuchtung über die Lampen im Speisewagen, die Gardinen, die Polsterung und alles. Es ist so viel fertig geworden, dass wir also sehr optimistisch sind, bloß den Zeitpunkt noch nicht genau benennen können, dass der Zug fertig wird, betriebsfähig wird. Und ich gehe davon aus, dass wir das Anfang nächsten Jahres realisieren. Zumindest, wie gesagt, erstmal mit den Vierteiler. Und der fünfte Wagen, der natürlich für ein vernünftiges Sitzplatzkonzept unerlässlich ist, dann möglichst früh einreihen können. Und der sechste, der Gesellschaftswagen, hat dann noch etwas mehr Zeit. Und der Dank gilt natürlich allen, die hier ehrenamtlich, sowohl in Halberstadt, aber eben auch am PC zu Hause, die Organisation, die Werbung und die gesamten Sachen vorbereiten. Und was man auch nicht vergessen darf, oft gibt es ja auch noch eine Familie dahinter und auch dort müsste oder möchten wir den Frauen und denen, die es uns ermöglichen, unserem Hobby da nachzugehen, nochmal unseren herzlichen Dank aussprechen, dass man die Zeit zur Verfügung gestellt bekommt, dass einem der Rücken freigehalten wird und dass der eine oder andere dann ja, seinem Hobby frönen kann und den Zug zum Laufen bringt. Ich würde sagen, lieber Mario, das war das Wort zum Wochenende, zu unserem Freitalk-Geschichte. Besser konnte man es nicht ausdrücken. Wie gesagt, wir sind ganz stolz auf euch, alle Fans in dieser Republik, wünschen euch alles Gute, drücken die Daumen und ich möchte mich auch ganz herzlich für dieses Gespräch bei dir bedanken, dass wir alle sozusagen hier wieder auf dem Laufenden sind. Und liebe Zuschauer, versprochen, ich halte Sie auch weiter auf dem Laufenden mit Gesprächen und auch den einen oder anderen Filmbericht, wenn es wichtig wird. Lieber Mario, vielen Dank für das Gespräch. Wünsche dir ebenfalls ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Ja, danke auch und bis zum nächsten Bis Mal. zum nächsten Mal. So, das war's, liebe Freunde, heute in unserer Sendung mein Interview mit Mario Lieb, dem Geschäftsführer des Projektes SVT 1816, um Sie wieder mal etwas auf den Stand zu bringen. Das war ja, glaube ich, auch mal ganz wichtig. Wir haben interessante Sachen erfahren. Sie haben gesehen, mit welchen Schwierigkeiten man mit so einem Nostalgiezug hat, wenn man ihn instand setzen möchte. Da warten viele Überraschungen und manche Überraschungen, Sie haben es ja auch gerade gehört, kommen aus einer ganz anderen Ecke, mit der niemand gerechnet hat. Ja. Ich hoffe, es war für Sie heute etwas interessant, dass Sie etwas über diesen Zug wieder erfahren haben. Das Projekt läuft weiter und wenn so Gott will, so hat Mario Lieb ja gesagt, nächstes Jahr im Sommer wird er rollen und darauf freuen wir uns schon alle ganz besonders. Ich bedanke mich für Ihr Zuschalten, für Ihr Zusehen heute, wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns wieder demnächst auf gleicher Welle und Kanal. Ihr Frank Buttig. Tschüss.